herzlich willkommen zurück zu Heart of China, unserem Let's Play. In der letzten Folge haben wir uns mit unserem Ninja-Meister Chi schon mal in die Burg von Li Dang reingeschlichen und uns umgesehen. Aber jetzt wird's, denke ich, auch langsam mal Zeit, den guten Lucky rüberzuholen, damit wir gemeinsam Kate Lomax befreien können. So, und in der letzten Folge hat etwas nicht funktioniert. Und zwar mit der rechten Maustaste immer die Beschreibung der Gegner abzurufen. Jetzt funktioniert es komischerweise wieder. Also werde ich das in der Folge ein bisschen nachholen für die Burg, damit man die ganze Beschreibung auch mal mitkriegen. Also wie zum Beispiel hier, die dicken Mauern sind auf der Innenseite der Festung nicht so hoch, da der Boden höher gelegen ist. So, aber jetzt erstmal Enter Haken Ahoi. Wir wollen, wie gesagt, den Lucky rüberholen. Vorsicht, Lucky, ich werfe einen Haken über Mauer. Mal gucken, wie geschmeidig unser Ninja-Meister wirklich ist. Schafft das auf dem ersten Versuch? Nein, also nochmal. Auf geht's, tschö. Wir brauchen unseren amerikanischen Freund. Jawohl. Das zweite Mal läuft schon besser. Also komm rüber, kraxelt. Echt prima, tschö. Vielen Dank für das Seil, tschö. Ich würde sagen, keine Ursache, aber du so schwer wie Ochse. Fast Chi wäre über Mauer gefallen, wenn Chi dich gezogen. Hör auf zu meckern. Das Wichtigste ist, dass wir beide jetzt in der Festung sind. Und jetzt müssen wir die Tochter von Lomax retten. Habe ich schon gesagt, guter Lucky. Ich habe mich umgesehen im Palast. Es wimmelt von Wachen. Wir müssen sein sehr vorsichtig. Ich auch habe Kate Lomax gefunden. Sie ist gefangen in großer Halle in Ostseite vom Palast. Na gut, gehen wir. Also, gehen wir halt. Zusammen jetzt. Wenn wir verstecken im Pförtnerhaus, Wachen uns nicht sehen. Also, gute Idee, tschö. Steigen wir mal ein ins Pförtnerhaus. Okay, Lucky. Luft ist rein. Du jetzt kannst sicher im Palast gehen. Also wieder raus und Richtung Palast. Was ich in der letzten Folge ganz vergessen habe zu zeigen, dort hinten ist ein Panzer mit Lagern, also so eine Panzergarage. Da werden wir später noch hinkommen, also wird lustig. Beziehungsweise nicht, weil dann die erste Action-Zwischensequenz des Spiels kommt und die habe ich noch gar nicht raus. Los, Chill, geh los und mach das mit diesem Ninja-Zeug. Chill keine Probleme hat alleine, aber Lucky in große Gefahr wäre. Muss bei Lucky bleiben. So, und jetzt müssen wir uns in die Burg schleichen. Dann mache ich jetzt gleich mal einen kleinen Zwischensave, weil es hier wieder eine schöne Todessequenz gibt. Also Datei abspeichern und der Test. Sehr schön, können wir belassen. Wenn wir jetzt nämlich schon gehen, wenn die Wachen dort oben stehen, werden wir entdeckt. Halt! Mit wilder Entschlossenheit kämpfen sie um ihr Leben, aber am Ausgang dieses Kampfes kann nie richtig gezweifelt werden. Einer ihrer Angreifer fällt mit einem für sie befriedigenden Aufschrei, aber dann gehen sie plötzlich in die Knie, als ein Gewehrkolben ihren Schädel mit einem Krachen zertrümmert. Liebevoll, detaillierte Beschreibung. Selbst Chi's Ninja-Techniken kommen gegen ein Dutzend Wachen nicht an. Er kämpft tapfer und tötet einige Männer, aber letztendlich wird der Ninja-Meister von einer Kugel im Rücken, die von einer von Li Dangs Wachen abgefeuert wurde, getötet. Und schon sind wir wieder auf dem Game-Over-Screen. Also, schnell wieder herstellen. Test war's, glaube ich. Und dann geht's weiter mit der wilden Sause. Also, jetzt warten wir, bis die Wache verschwunden ist und dann werden wir uns da unten in den Palast reinschleichen. Da kommen wir dann wieder in die Dinner Hall sozusagen. Da waren wir ja schon. Da können wir uns auch noch ein bisschen umschauen. Die verschlossenen Teak-Holzschränke, Teak, keine Ahnung, enthalten einige Porzellanvasen und anderes sehr wertvolles Porzellan. So, wir wollen jetzt die gute Frau Lomax befreien und da müssen wir jetzt ein kleines Ablenkungsmanöver starten. Und da wird uns dieses Lämpchen, eine Öllampe, im Dangs luxuriösen Speisesaal behilflich sein. Die werfen wir nämlich einfach mal um und dann brennt die Kapuze. Das lenkt die Wachen ab und wir verschwinden erstmal durch den Hinterausgang.
Feuer in der Festung! Schlagen Sie Alarm! Feuer im Essenssaal! Schlagen Sie Alarm! Gut. Und während sich die Wachen jetzt im Essensraum umschauen, hauen wir hier beim Hintereingang ab und nehmen unseren neu gefundenen Ausgang. Und jetzt können wir uns zu Kate Lomax stehlen. Und auch hier gibt es wieder ein paar schöne Todessequenzen. Aber zuerst, Herr, die Agenten, die Lomax geschickt hat, sind in die Festung vorgedrungen. Eindringlinge sind in der Festung. Töte sie! Schlagt Alarm! Also jeder darf mal zu Wort kommen. Und wir spielen jetzt auch gegen die Zeit hier. Also hier hat man nur begrenzte Zeit, bevor man stirbt. Bitte helfen Sie mir. Beruhigen Sie sich. Ich bin ja jetzt hier. Alles ist unter Kontrolle. So, hast du vielleicht eine gute Idee, Chir? Keine Idee. Wie wär's mit irgendein Ninja-Trick, vielleicht ein bisschen Karate. Ninja-Tricks nicht funktionieren mit Schlangen. Denke, du das besser machen. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Was kann man denn da wohl machen? Mal sehen. Verdammt doch mal! Können Sie die Schlangen jetzt nicht endlich mal tot machen? Worauf warten Sie noch? Gut, also hier wird es ein bisschen brenzlig und ich will ein paar Todessequenzen zeigen, also nochmal abspeichern. Gut. Also als allererstes, wenn wir hier mal die Tür verriegeln, sonst kommen die Wachen sehr schnell zu uns rein, dann schauen wir uns hier mal im Räumchen um. Viele unbezahlbare Kunstgegenstände aus Li Dangs Sammlung sind in dieser großen Halle ausgestellt. Zu ihnen gehört Katharina Lomax. So. Ein Gemälde des berühmten chinesischen Impressionisten Chang Lu hat einen besonders ehrenvollen Platz in Li Dangs eindrucksvoller Sammlung. Können wir uns noch ein bisschen was angucken? Zwei unbezahlbare Mang-Statuen dekorieren eine Seite der Halle. So, aber jetzt würde ich sagen, schreibt mal zur Action, schauen wir ins Inventar. Wir haben die Knarre, mit der können wir jetzt die Schlangen vernichten. Müssen wir Lucky zuerst damit ausrüsten. So ungefähr. Aber bevor wir jetzt die Knarre benutzen, zeige ich mal, was passiert, wenn wir mit der bloßen Hand an die Schlangen gehen. Als sie mit katzenartiger Geschwindigkeit versuchen, den Kopf der Kobra zu erwischen, fühlen sie einen stechenden Schmerz am Handgelenk, als sich die Zähne der Schlange dort eingraben. Ein heißer Schmerz schießt durch ihren Körper und durch jeden Nerv. Der Schmerz ist so intensiv, dass sie ihre Umgebung nur noch verschwommen wahrnehmen. Sie schnappen nach Luft, doch das Schlangengift schnürt ihnen die Luft ab. Zu spät stellen sie fest, was für eine dumme Idee das Ganze doch war. Ja, und schon sind wir wieder hops. Also nochmal wieder herstellen und dann machen wir es richtig. Gut, dann die ganze Chose nochmal. Also das heißt, wir rüsten uns aus mit unserem Schießgewehr. Fertig, dann warten wir die Ladezeit noch ab und köpfen ein paar Kobras. Die zerspratzeln nämlich wunderschön. Zack, die erste ist down. Also die gute Kate wird aber jetzt leider von der zweiten Kobra vergiftet. Und da gibt es absolut gar nichts, was man dagegen tun kann. Leider. Da fällt sie um, die gute. Aber das wird uns nicht daran hindern, die zweite Kobra noch abzusemmeln. Gut, gesagt, getan. Dann schnappen wir uns die gute Kate. Kloppen sie über die Schulter. Wer zum Teufel sind Sie? Lassen Sie mich runter! Ich heiße Lucky Jake Masters. Angenehm, kein Zweifel. Wir machen uns jetzt aus dem Staub. So, und jetzt kommt die Panzergarage ins Spiel. Zu der werden wir jetzt nämlich flüchten und dann werden wir in den Panzer steigen, nämlich hier hinten über den Balkon hauen wir ab. Gut. Dieser Balkon im ersten Stock übersieht den Innenhof der Festung. Einfach so runterspringen können wir nicht, deswegen nehmen wir uns die Kordel hier vom Vorhang und hängen sie über die Brüstung. Da seht ihr! Schnappt sie euch! Beeil dich, Lucky. Ich werde die Wachen aufhalten, während du Schwester Kate zum Balkon herunterlässt.
Nichts geht hier! Warten Sie! Sie werden niemals... Siehste, das war doch gar nicht so übel, oder? Ja! Schnell, fass ihn! Er kommt! Und warum schnappst du ihn nicht? Vielleicht das doch keine so gute Idee. Lucky, das ist zu nah. Gut, also schnell ab in die Panzer. Und auch hier werde ich mal ganz schnell zwischenspeichern. Da gibt es nämlich auch wieder ein paar Sachen zu sehen. Dateien abspeichern, Test. Jawohl, ja. Also, wir steigen jetzt erstmal in den Panzer. Tschö, denkt, das ist nicht gute Idee. Aber was Tschö sagt, ist uns wurscht. Da steigen wir in den Panzer und ich kann euch mal zeigen, was passiert, wenn wir jetzt gleich wieder aussteigen würden aus dem Panzer. Stehen bleiben! Eine Bewegung und sie haben Kugel im Kopf. Ich doch gesagt, das ist keine gute Idee. Halt's Maul, Tschö! Aber nein, Lucky muss ja Panzer fahren. Halt's Maul, Tschö! Seid jetzt ruhig, ihr beiden. Es ist vorbei. Ihr habt verloren. Ja, Game over. Unspektakulär, aber die Streiterei zwischen den beiden, die musste ich einfach mal mit einbauen. Fand ich ganz witzig. Also wieder herstellen, unser Testspiel. Und wie gesagt, jetzt kommt so die erste Action-Einlage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch keinen Schimmer, wie das funktioniert. Weil ich habe es mal probiert, ich komme mit der Steuerung nicht klar. Also schauen wir mal. Jetzt wechseln wir erstmal zu Tschö. Der hat nämlich den Schlüssel für den Panzer, den müssen wir da reinstecken. Tschö, nicht wissen, wie Panzer fährt. Lucky soll fahren, Panzer. Also gut, wechseln wir auf Lucky. Der steckt rein den Schlüssel, dreht ihn um und haut auf den Startknopf. Na komm schon, spring endlich an. Bumm, schepper, klirr, das sagt der Panzer. Gut, und das Schöne ist, bei dem Spiel haben wir jetzt zumindest die Wahl, ob wir diese Action-Sequenz oder Spielhöllensequenz, wie sie hier genannt wird, ob wir die wirklich spielen wollen oder ob wir die einfach überspringen wollen. Ich würde sagen, da wir jetzt fast schon wieder am Schluss sind, im nächsten Video, bis zum nächsten Video, habe ich das hoffentlich herausbekommen, wie man das ordentlich steuert. Und dann probieren wir die Action-Sequenz mal. Falls wir es trotzdem nicht schaffen, dann überspringen wir die einfach. Also hier steht, Sie können die Spielhöllensequenz entweder entweder spielen oder überspringen als Sieger. Ich mache jetzt einfach mal spielen, um zu zeigen, wie einfach man kaputt gehen kann. Sie sollten Ihr Spiel besser abspeichern. Nein, das haben wir gerade gemacht. Also hier kann man losfahren. Schneller Lucky, Panzer hinter uns. Und die Anzeigen da unten kann man auch ein bisschen steuern. Und was passiert, wenn man von der Straße abkommt, das zeige ich euch noch schnell. Dann geht es nämlich hoch und man fällt und explodiert. Zu langsam darf man übrigens auch nicht sein, sonst schießt uns der feindliche Panzer, der schon hinter uns ankommt, ab. Aber ich würde sagen, da schauen wir uns alles ein bisschen genauer in der nächsten Folge an. Ich weiß, wir sind heute ein bisschen kurz, macht aber nichts. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.